Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen direkt weiter. Und ja, wir haben den letzten Folge. Oh, ein verloren. Jetzt. Wo sind die anderen hin? Okay, wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Jo, 19 FPS. Nur eins übrig. Oh. Das sind die Firecracker. Keine Ahnung, aber ich habe nur 19 FPS. Ich mach kurz mal was. Manchmal. Schatten. Was ist das? Hier Schatten. Oh, jetzt sind wir bei 49. Hier ist es nicht sicher. So ein Wegweiser. Ich höre. It's my darkness, my friend. Was denn? It's my darkness, my friend. I want to be bent. Das muss ja lang. Oh. Du doch zur Lounge, nicht in den Wald.
Alter Schwede. Zum Glück habe ich Mikro angelassen. Dort oder wenigstens alles, was sich abspielt. Bobby. Nicht. Was ist ein. Du ein bisschen. Du weißt, was denn passiert. Ich habe das noch nie gemacht, Pa. Ich bleib da. Diese Scheiß-Kids. Sohn, was? Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze. Ist sie gebissen, Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Na los, mach schon! Warte, jetzt ab, Mox. Caitlin? Ryan? Abby? Hier ist es nicht sicher. Wenn ich frei rumlaufen könnte, weiß ich, wo eine Tarotkarte ist. Der Lounge. Brauchen wir nur was hier? Bitte nicht in den Kaminplatz. Abby? Ryan? Lass sein, ich habe, glaube ich, die Firecrackers weggeschmissen, oder? War das eine gute Idee oder nicht? Weiß es nicht. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Abby, er wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann man nicht wissen. Ich schon. Nein. Nein. Doch, du oder er. Und das war definitiv nicht er. Mann, was für ein Scheiß. Hey! Der wurde auch gebissen. Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Wir dran. Okay,
Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Okay. Oma, wir haben was mitgebracht. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Der Mond. Der Mond. Wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Lieber. Dann schon. Zippst du mir. Ja, war das. Was mit dir? Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Jo, geh dich hoch. Einer hat's erwischt. Oh, scheiße. Eins hat's wirklich erwischt. Der zweite könnte noch folgen. Also, was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Das ist sie. Die aus dem Prolog. Jetzt erkenne ich sie auch. Aus dem Prolog. War interessant, der Polizist, der die Spritze gegeben hat. Bleiben. Los, Junge. Das wird jetzt leicht unangenehm. Sei still. Sie können nicht... Sei still! Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Soll man freundlich sein? Für den oder... Leck mich. Ich sage Name und du nennst ihn mir.
Hast du das verstanden? Schauen Sie doch in meinen Papieren. Ich vertrete hier das Gesetz. Tu einfach, was ich sage und beantworte die gottverdammten Fragen. Polizeiwald! Polizeiwald! Schön, komm. Schön. Was wollen Sie wissen? Gut. Warum wolltet ihr Zagat Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Was? Der Sheriff-Stern kann nicht sehr viel bedeuten, wenn man nicht an das Gesetz glaubt. Wie bitte? Wir haben nichts getan. Sie halten uns fest. Erklären Sie das. Mädchen, du hast nicht die geringste Ahnung, in welcher Scheiße ihr steckt. Es gibt Scheiße und es gibt Scheiße. Hä? Einzuschüchtern und mir endlich verraten, was los ist. Lebt Max denn noch? Ich verliere noch den Verstand! Was? Ich lass mal. Gehen wir. Bestimmt zeigen wir es. Hey, Sie, Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht. Max! Haben Sie gehört? Max, es bringt nichts, ihn anzuschreien. Wie geht es dir? Gut, glaube ich. Ich weiß nicht. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und... Dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Sehr interessant. Ich meine, was ist nur passiert? Das ist sehr interessant. Er wandelt sich im Tag wieder zurück. Gestaltenwandler? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, du wüsstest, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an Fetzen, aber nichts davon ergibt Sinn. Ich auch. Ich fühle mich so benommen. Vielleicht haben die uns betäubt. Die Cops? Wie kommst du drauf? Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist...
anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Ich wusste nicht, dass wir Ihre Erlaubnis brauchen, Detective Pisswichser. Ja, das ist ein freies Land, Officer. Oh. Ne Hirn. Na schön. Die Hände her. Na mach. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los. Komm. Besser. Hey! Hör auf jetzt! Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. Oh, mal gucken. Weht der Wind in Northkill immer rauer? Weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Okay. Was ist das? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Könnte gehen. Ja, das müsste reichen. Achtung, Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir hier rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Was wollen Sie uns damit sagen? Was willst du uns damit sagen, Arschloch? Hey, sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Oh, damit sage ich erstmal... Das ist das Ende. Und bis zum nächsten Mal.